Es geht hier beim Maya-Kalender oder beim sogenannten Tzolk'in, wie es eigentlich richtig heißt, das Zählen der Tage, nicht um einen Weltuntergang. Es geht nicht darum, dass jetzt alles kollabieren wird, auch wenn es aktuell etwas den Anschein macht, sondern es geht um was ganz anderes, nämlich um die Gesetze der Zeit und um Evolution, um die Entwicklung des Lebens hier auf diesem Planeten. Wir wissen eigentlich gar nicht, was Zeit ist. Wir verwenden eine Maschine, die die Zeit messen soll. Das Problem ist, dass sie nicht die Zeit misst, sondern sie misst nur die Bewegung der Erde um ihre eigene Achse. Das hat nichts mit Zeit zu tun, es ist eine rein dreidimensionale Messung. Genauso haben wir einen Kalender, der gregorianische Kalender. Angeblich wird hier die Zeit eines Jahres gemessen in sehr unregelmäßigen Aufteilungen. Das heißt, wenn wir den Raum in disharmonische Teilchen unterteilen, dann ist natürlich auch unsere Bewegung als Menschen in diesem Raum disharmonisch. Gibt es eine übergeordnete, universelle Ordnung, welche die Schöpfung und deren Evolution steuert? Die Evolution oder die Schöpfung, je nachdem, ob man es religiös oder wissenschaftlich nennen möchte, stellt sozusagen eine Kulisse dar, deren wir uns bedienen können. Und darin ist also dieser freie Wille-Faktor eine selbstverständliche Komponente, die ohne diesen Faktor gäbe das keinen Sinn. Denn die Bühne liefert einen Rahmen für Bewusstsein, das sich entwickeln kann. Alles, was wir auf der Erde leben, hat einen Sinn für uns als geistige Wesen. Dadurch lernen wir erst. Das sind 13 Stufen und diese Stufen repräsentieren exakt, wie wir Dinge in die Welt bringen. Aus der Kombination der 13 Kräfte der Manifestation mit den 20 Stufen der Evolution bildet sich die Matrix des Tzolk'in, welche aus 260 sogenannten Kins besteht. Eine fundamentale Eigenschaft dieser Tzolk'in-Matrix ist ihr fraktaler Aufbau. Das heißt, wir können dem Tzolk'in unterschiedliche Dehnungszonen oder unterschiedliche Räume zuordnen. Die Mayas kannten insgesamt 9 solche Zuordnungsgrößen. Der Tzolk'in beginnt uns erst einen Sinn zu vermitteln, warum gewisse Dinge passieren. Wenn man das jetzt technologisch beschreiben möchte, was jeder ein bisschen nachvollziehen kann, weil Computertechnologie ist ja nur ein Nachbau dessen, wie die Schöpfung funktioniert. Da wäre der Hauptserver wäre das galaktische Zentrum, Hulabku, welches über verschiedene Zwischenstationen jetzt in unserem Falle, Sirius und die Plejaden, mit unserer Sonne verknüpft ist. Das sind zum Teil Überlichtverbindungen, dann sind es auch messbare Strahlungen, Gammastrahlung und so weiter. Und es sind auch Gravitationsstrahlungen. Das heißt, das sind alles Schnittstellen wie Nervensysteme. Und aus diesem Hunabku, aus diesem galaktischen Zentrum, pulsieren die Frequenzen oder diese Vorgaben der Zeitmatrix des Tzolk'in. Das ist also eine Art der kosmischen oder galaktischen Datenübertragung. Das heißt, diese Information oder diese Energie geht dann durch die Resonanzfelder der Planeten zur Sonne. Und von da auf die Erde, wo sozusagen die ganzen Daten empfangen werden und dann jedem Lebewesen, welches auf der Erde lebt, sozusagen zugeführt wird. Und das ist dieses gigantische Lebewesen, genannt Galaxie, wie es eben kommuniziert und wie es uns oder alles Leben hier auf der Erde in stetig bestimmte Richtungen zärtlich oder eben halt massiver drängt. Die Wintersonnenwende 2012 zeigt mit dem Ende der 9 fraktalen Tzolk'in-Zyklen die Halbzeit der Schöpfung an. Der kosmische Download aller 9 Unterwelten ist vollendet. Die höchste Bewusstseinsstufe von Ahau 13, der gelben kosmischen Sonne, ist auf allen 9 Stufen erreicht und steht dem Leben nun potenziell zur Verfügung.
Wie viele Jahre oder Jahrzehnte bleiben uns für die Integration und Umsetzung dieses neuen Paradigmas? Das Wissen und die Fähigkeiten zur Lösung unserer Herausforderungen sind definitiv vorhanden. Aber haben wir auch das Bewusstsein erreicht, eine neue Kultur aufzubauen, die dem universellen Menschen gerecht wird?